Guten Morgen Leute, hier ist Dirk von Knife is Knife und ich bin getaggt worden von dem Kanal EDC Knives. Ich weiß leider seinen Namen nicht. Schade, aber ich bedanke mich mal ganz herzlich bei ihm, weil ich wurde noch nie getaggt und da mache ich natürlich mit. Diese Tagging-Runde ist so viel ich weiß, vom Christoph vom Kanal Schnorres 58 ins Leben gerufen worden. Und da geht es wohl um günstige Messer versus teure Messer. Ja, und was soll man dazu sagen? Also ich habe ja hier dieses Genzo G704 vorgestellt. Ja, und das Messer ist klasse. Also ich habe dieses, das ist ja dem Line-Stil SR1 oder SR2 nachempfunden. Ich habe das leider nicht, das teure Messer, kann also jetzt nicht sagen, ob dieses hier jetzt besser ist oder schlechter ist. Dieses Messer gefällt mir hervorragend, das habe ich jeden Tag in der Hand, damit schneide ich meine Katzenfutterkartons klein und macht einen guten Job, kann ich echt sagen. Also von daher denke ich, haben günstige Messer auf jeden Fall ihre Berechtigung. Das zweite günstige Messer, was ich habe und was ich auch nutze, ist hier dieses kleine Sanremo 710. Ja, das ist ein kleines, schönes Messer, was mir, ich weiß nicht, das hat, ich weiß leider nicht den Stahl von der Klinge. Also hier das G704 hat den Stahl C440C Stahl und das hat MR13 und so weiter. Keine Ahnung, wie der Stahl von diesem Messer heißt. Ja, ist ein kleiner User, kostet $12, gefällt mir. Soll ja angeblich dem Small Sebenzer nachempfunden sein. Ich habe kein Small Sebenzer, kann also dazu keine Auskunft geben. Ja, und jetzt hier mal dieses teure Messer dazu. Das ist mein teuerstes Messer. Ich lege das hier mal ein bisschen weiter weg. Ja, das ist halt das Manix 2. Das ist mein teuerstes Messer, was ich habe. Ist das jetzt viel besser als zum Beispiel das Genzo G704? Denke ich schon. Es hat einfach einen anderen Stahl. Und ja, ich denke einfach, dass die Verarbeitung doch ein wenig präziser ist als jetzt zum Beispiel hier so ein Genzo G704 aus China. Weil hier ist mir zum Beispiel beim Arbeiten mal hier diese kleine Schraube hier rausgefallen. Das liegt aber wohl eher an meine Schneidweise, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, also ja, wie soll ich das erklären? Wenn ich jetzt schneide, dann drehe ich das Messer, damit der Karton sozusagen abgespalten wird. Und das hat das Messer wohl nicht gemocht. Deswegen ist die irgendwann mal rausgefallen. Wieder reingedreht, macht wieder einen super Job. Also kann man nicht anders sagen. Ja, ich denke, alle Messer haben ihre Berechtigung. Das ist meine Meinung. Wer teure Messer kaufen möchte und die Kohle hat, soll es machen, wenn es ihm Spaß macht. Es gibt einfach wunderschöne Messer. Aber zum Arbeiten oder wirklich zum Nutzen, also bis es nicht mehr funktioniert, kann man ganz getrost auf solche Messer zurückgreifen. Das ist meine Meinung. Die sind einfach klasse. Was mich hier ein wenig stört, das ist einfach es ist mir zu dünn, der Griff ist mir einfach zu schmal. Und wenn man dann kräftig zudrückt, dann schmerzt es in der Hand. Aber von der Schneidleistung, top Messer, also für den, ja, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist gigantisch, das muss man einfach mal so sagen. Genauso wie beim Genzo.
Wenn ich überlege, dass das Original 230 € kostet und das jetzt 16 Dollar, da lass es 14 € sein, dann ist es die Frage, ne? Dann ist es wirklich die Frage. Arbeiten kann man hiermit auch, perfekt. Aber wie gesagt, das SR1 oder SR2 ist ja aus dem kompletten Aluminiumblock gefräst worden. Dass das natürlich teurer ist, steht ohne jede. Also ist auf jeden Fall logisch eigentlich. Ja, weil das ist, sind ja jetzt hier nur G10-Schalen, obwohl, wie gesagt, das Messer ist top. Das Messer liegt einfach top in der Hand. Ist auch ziemlich schwer. Ja, das sind so meine beiden kleinen User. Und ja, das Messer hier habe ich jeden Tag in der Hand, aber es nur mal, um es zu bewegen. Also nur mal, um, wie sagt man, wenn man jetzt zum Beispiel einen Oldtimer hat, da fährt man auch nur 2, 3 Tage mit im Jahr. Und so ist das hier ungefähr auch. Das steht in der Vitrine. Ich freue mich jeden Tag dran. Aber ein User ist das natürlich für mich nicht. Also, das ist mir viel zu schade. Ich wollte es einfach haben, weil ich das sehr mag, das Messer. Aber User sind jetzt eher die beiden Messer. Und natürlich die Victorinox-Messer. Und natürlich das Opinel. Ich zeige euch das mal kurz. Das hier zum Beispiel auch. Ist günstig, das Opinel. Aber da können sich viele andere teure Messer wahrscheinlich eine Riesenscheibe abschneiden, weil das ist einfach klasse. Das schneidet perfekt, es ist leicht, es ist ein schöner Griff, eine einfache Konstruktion, günstig, perfektes Messer. Habe ich jeden Tag in der Hand. Jetzt wird mir der Platz hier allmählich. Ja, und jetzt. Natürlich hier das Victorinox, das nehme ich auch, das benutze ich auch und so weiter und so fort. So Victorinox-Messer nutze ich schon. Ja, ich hoffe, diese Tagging, wie sagt man, es hat euch gefallen, sage ich einfach mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich danke nochmal fürs Taggen. Und ich möchte natürlich auch drei Leute taggen, logisch. Ja, ich tagge als erstes. Reihenfolge hat keine Relevanz, wollte ich nur dazu sagen. Also als erstes möchte ich taggen den Adrenalin-77 Kanal, dann Freeholds World möchte ich taggen und den Kanal G2. Die haben, hat leider keinen Namen. Also vom Adrenalin 77, das ist der André. Von Freeholds World, das ist der Frederik. Und vom G2 habe ich leider keinen Namen. Aber diese drei Leute würde ich gerne taggen. Würde mich freuen, wenn ihr mitmacht und mal eure Meinung kundtut, was ihr von günstigen Messern haltet und im Gegensatz zu teuren. Ja, Leute. Ich sage Dankeschön fürs Reinsehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und sag Tschüssen, Leute.